In Düsseldorf begrüße ich Thomas Barreis. Er ist Staatssekretär und Tourismusbeauftragter der Bundesregierung. Einen schönen guten Tag. Guten Morgen. Herr Barreis, die Urlaubssaison beginnt. Allen Orten streben die Leute an die See oder ins Bergland, je nachdem, ob sie lieber heiß oder kalt mögen. Wie geht das zusammen mit Corona? Also ich glaube, dass wir alle natürlich Stück für Stück mehr Sicherheit haben und durch das auch weitere Impfen haben wir jetzt immerhin fast 50% der Menschen schon erst geimpft. Das heißt, dass wir auch Sicherheit haben für die Personen, die jetzt reisen wollen. Das heißt, wir können auch wieder mehr auch wagen. Das heißt, ich freue mich auch auf eine hoffentlich gute Sommersaison nach einem ganz, ganz schwierigen Jahr für die Tourismusbranche. Und ich glaube, dass wir wirklich jetzt auch wieder im Sommer reisen können, sowohl Geschäftsreisen natürlich, aber auch natürlich, was für uns ganz, ganz wichtig ist, dass auch wieder das Reisen in den Urlaub und wieder etwas erleben, etwas rauskommen, auch dann machbar ist. So schön wie das ist und so sehr, wie wir es alle, glaube ich, uns wünschen. Das Problem ist aber die Delta-Variante und Ärzte warnen jetzt wieder davor. Die ist sehr schnell im Rachen mit einer sehr hohen Viruslast und kann sich sehr schnell ausbreiten. Und die Menschen merken es nicht, wenn sie jetzt eng zusammen sind. Stecken Sie sich wieder schnell an. Städte wie Portugal, Lissabon werden abgeriegelt jetzt am Wochenende. Also es ist eine tickende Zeitbombe. Also sicherlich ist noch Vorsicht angesagt. Ich glaube, die Menschen haben ja auch gelernt, mit dem Virus umzugehen. Wir sind vorsichtig. Das Abstandhalten ist nach wie vor immer noch ein Thema für viele. Auch das Maskentragen ist noch ein Thema, dass wir auch uns regelmäßig die Hände desinfizieren. Ich glaube, das sind alles Dinge, die zwischenzeitlich auch in den Alltag übergegangen sind. Und ich glaube, dass die auch noch im Sommer ein Stück weit eine Gültigkeit haben. Und ich glaube, wir müssen einfach auch die Variationen, die Mutationen auch beobachten. Allerdings stellen wir auch fest, dass durch die stetige Impfung ja die Inzidenzzahlen sehr stark nach zurückgehen. Und ich glaube, dass wir dadurch auch, wie gesagt, Sicherheit haben. Und trotz der, sage ich mal, trotz den weiteren Entwicklungen, glaube ich, dass wir uns auch wirklich im Sommer mehr auch wieder gönnen können. Und deshalb hoffe ich auch auf einen starken Sommer und auch wieder etwas mehr Urlaub auch für unsere auch sehr urlaubsbedürftigen Menschen. Das stimmt. Ja, ich glaube, das kann jeder unterschreiben. Die Tourismusindustrie, die möchte natürlich auch, dass viel Tourismus wieder betrieben wird, damit die Geschäfte wieder rund laufen und das Personal auch beschäftigt ist und die Gewinne sprudeln. Aber wie ist man vorbereitet auf den Fall X und Y? Also, dass es sich wieder auf eine steigende Zahl oder gar, dass die Zahlen wieder explodieren? Also ich glaube, die 3 Millionen Menschen in der Tourismusbranche in Deutschland haben sich schon in den letzten Monaten auf eine unglaublich harte Zeit einstellen müssen. Sie waren natürlich in einer schweren Krise, hatten natürlich viele, sage ich mal, auch Entbehrungen. Es war ein starker wirtschaftlicher auch Einbußen. Ich glaube, dass die Hilfen, die wir gemacht haben, gewirkt haben, dass die, sagen wir, die Branche auch in ihrer Struktur gerettet wurde, dass die vielen Hotels, die Restaurants, die Tourismusbranche, auch wirklich die sehr erfolgreiche, auch vor der Krise schon war, durch diese Krise gut durchkam. Ich glaube, dass auch die Branche gut vorbereitet ist, dass auch das ja, vor Ort aufpassen, die Sicherheit vor Ort sehr, sehr wichtig geworden ist und auch oftmals auch ein Kriterium ist für das Reiseziel auch. Und deshalb glaube ich, dass wir da auch wirklich auch etwas unbesorgt auch wirklich jetzt in die Urlaubsregionen gehen können. Wie gesagt, Achtsamkeit ist weiterhin ein ganz, ganz großes Thema. Aber ich denke, dass die Menschen vor Ort auch wirklich wissen, wie sie mit der Lage umgehen können. Nehmen wir die Tourismusindustrie, die Tourismusbranche jetzt in den Mittelpunkt. Da haben wir jetzt Corona ein Stück weit besprochen. Schauen wir auf die Herausforderungen für die Tourismusbranche. Das große Thema jetzt im anstehenden Bundestagswahlkampf ist der Klimawandel. Das heißt, man muss nachhaltigere Angebote machen. Und ich spreche jetzt vom Ferienflieger, dem Flugzeug bis hin zum Ferienapartment in der Location jeweils. Wie sieht das aus? Das Thema Ökologie und das Thema Klimaschutz spielt eine große Rolle in der Tat, auch für viele natürlich, die in Urlaub gehen wollen. Sie wollen auch wissen, dass sie in einer, sagen wir mal, guten Umgebung gehen, dass sie in einer intakten Umwelt sind, dass sie auch natürlich Klimaschutz vor Ort ernst nehmen. Ich glaube, dass die Angebote nach und nach immer mehr auch Klimaschutz berücksichtigen, dass wir auch da erleben, dass beispielsweise die Flieger stetig modernisiert werden. Auch gerade da hat die Krise auch hier einiges jetzt nochmal bewerkstelligt. Wir haben jetzt auch in der Krise viele alte Flieger wurden von den Airlines aus dem Programm genommen. Das heißt, auch da nimmt die Flugflotte eine immer bessere, sage ich mal, auch Umweltverträglichkeit ein. Sie wird auch leiser. Das heißt, auch das ist etwas, was vor Ort oft bei den Flughäfen wichtig ist, dass die Flugzeuge leise sind und umweltfreundlich sind, wenig CO2 emittieren, wenig auch Schadstoffe ausstoßen.
Und natürlich ist vor Ort auch das Thema Umweltschutz ganz, ganz wichtig, Nachhaltigkeit. Schon allein das Frühstücksbuffet als deines Beispiel ist heutzutage etwas, wo man wirklich auch etwas mit etwas weniger auch mehr erreichen kann und dadurch weniger Abfälle produziert. Und das ist etwas, was, glaube ich, allen gut tut und der Umwelt vor allen Dingen dann auch hilft. Jetzt haben wir über Klima und Nachhaltigkeit im Tourismus ein Stück weit besprochen. Die Arbeitsplätze sind natürlich auch noch ein wichtiges Thema. Viele, und auch da wieder, ich sag mal, von der Fluggesellschaft bis zum Hotel, litten unter der Kurzarbeit, wenn sie denn überhaupt stattfand, wenn nicht sogar eine Entlassung anstand. Was sagen Sie da mit Blick auf die Arbeitsplätze in Zukunft? Gibt es da wieder eine Umkehr Richtung Vollbeschäftigung und Richtung Mehrbeschäftigung? Oder müssen wir uns auf schwache Zahlen weiterhin einstellen? Also ich glaube, das Jahr 2021 ist nach wie vor ein Ausnahmejahr, so eine Art Übergangsjahr natürlich nochmal. Für uns im ersten Halbjahr waren die Zahlen natürlich immer noch sehr, sehr schwach. Und ich glaube trotzdem, dass im zweiten Halbjahr diesen Jahres wieder auch im Tourismus gerade wieder viele Menschen wieder Tourismus erleben wollen, dass wieder viele Menschen auch reisen wollen. Nach diesem Jahr war das sicherlich auch etwas, ist es etwas, was auch viele etwas auch wieder oder gerne machen wollen. Sie wollen wieder raus, sie wollen auch was Neues erleben. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass die Kurzarbeit ein ganz wichtiges Instrument war, um die Mitarbeiter zu halten. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch relativ schnell erleben werden, dass auch die Beschäftigung nach oben geht. Und ich hoffe, dass auch viele Menschen auch in der Branche bleiben, weil die Branche ist eine ganz tolle, auch spannende Branche, eine Branche mit Zukunft. Und die Angst war ein bisschen in den Unternehmen, dass jetzt die guten Mitarbeiter gehen, dass wieder auch viele andere Arbeitsplätze suchen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Branche auch die Fachkräfte behält. Und dafür wollen wir auch mit der Politik und Wirtschaft gemeinsam daran arbeiten, dass das auch wirklich in den nächsten Wochen nicht in einem Fachkräftemangel dann entsprechend dann auch problematisch dann auch für die Branche dann geben wird. Ganz herzlichen Dank. Thomas Barreis war das. Er ist Staatssekretär und Tourismusbeauftragter der Bundesregierung. Und er sprach zur Tourismusbranche insgesamt mit dem Blick auf die Corona-Zahlen, aber auch auf Nachhaltigkeit und Arbeitsplätze. Ihnen einen schönen Tag. Danke. Herzlichen Dank.